Das ist die erste Tagesschau der Woche von heute, dass wir heute Abend dabei sind. Top aktuell die entscheidende Person bei der bevorstehenden Bundesratswahl vom Mittwoch bei mir im Studio. Danke vielmals, dass Sie gekommen sind. Herr Blocher, vielleicht das allererste Mal, was ist passiert? Ja, ich bin dumm gefallen und habe die Schultern ausgehängt. Das tut weh und etwas Kleinigkeit ist gebrochen, aber es kommt alles wieder gut. Ich kann einfach nur noch mit einer Hand reden. Okay, okay. Geht es dann schneller oder langsamer? Gut, also wir reden über drei Themen, also Schutzklausel, also Schweiz, EU, Flüchtlingskrise und natürlich Bundesratswahl. Fangen wir an mit der Schutzklausel. Sie haben vor einer Woche das irgendwie mit gewissen Wirtschaftskreisen abgesprochen, so ist in der Sonntagszeitung gestanden. Am Freitag macht es dann der Bundesrat und sagt, sogar einseitig würden wir das durchsetzen und trotzdem finden sie das nicht gut. Kann der Bundesrat, wo sie nicht drin sind, einfach nichts machen, was sie gut finden? Nein, ich hoffe, dass ich einmal etwas machen kann, was gut ist, obwohl ich nicht drin bin. Ja. Aber was habe ich kritisiert an dem? Zu wenig Details. Ja, vorläufig wissen wir nur das Wort Schutzklausel. Ja. Vor zwei Jahren hat man die Initiativen angenommen. Kommen jedes Jahr über 80'000. Und es ist nichts gemacht worden in den zwei Jahren. Und jetzt kommt man fängt mit dem Stichwort, man könnte es auch mit einseitig einer Schutzklausel machen. Einseitig, das ist ja selbstverständlich. Aber wir wissen gar nicht, was er macht mit dieser Schutzklausel. Aber die SVP hat sich auch nicht genau äußern, wie man dann die Grenzen würde ansetzen würde. Da haben sie sich eigentlich immer verweigert. Mit wie vielen Leuten also da einwandern? Nein, ich würde keine Zahl sagen. Aha. Die Verfassung hat beschlossen, das Gleiche, was wir hatten, von 1970 bis 2007, da haben wir im Durchschnitt eine Zuwanderung von 21'000. Wenn man es wieder so macht, nein, ja, das ist Tatsache. Das ja können Sie nachlesen. Ja. 37 Jahre der Durchschnitt. Mhm. Und jetzt haben wir 85'000 in den letzten 7 Jahren. Mhm. Und wenn man das macht, was die Schweiz vorher beschlossen ja hat, geht sie massiv zurück. Gut, aber da gibt es auch Schlaumeier-Lösungen, die Sie bevorzugen. Zum Beispiel, dass Kantone unterschiedlich umgehen können mit Grenzgängern. Sind wir wieder in der alten Eidgenossenschaft, wo man das kantonal regelt? Nein, wir nicht. Also, kantonale Regelung ist ja nicht veraltet. He? Aber nicht, aber in Bezug aufs Ausland, meine ich. Das ist ja nicht in Bezug auf Russland. Das sind Regelungen, die in Bezug auf das Inland gehen. Das Grenzgängerproblem in Schaffhausen, in Basel, in Genf, vor allem in Tessin, sind so unterschiedlich, dass man nicht eine zentrale Regelung machen muss. Da kann man den Kantonen Autonomie geben. Die sind ja auch autonom. Die muss man nicht alles wegnehmen. Für das sind wir sehr, ja. Aber ob es der Bundesrat so macht, weiß ich nicht. Das ist ja unser Vorschlag. Gut, ja. Aber Sie haben Ihren Vorschlag auch noch, dass man eigentlich faktisch das alte Saisonier-Statut wiederbringt, wo man dann optisch kann sagen kann, wir haben tatsächlich weniger Zuwanderung und so. Aber faktisch ist es dann ganz anders. Geht das im Jahr 2015, 2016, 2017, was in den 70er Jahren noch möglich war? Absolut. Sie machen es ja jetzt auch mit allen Staaten außerhalb der EU, Amerika und so weiter. Saisonier? Alles gleich. Auch Kontingentierung ist alles. Jetzt, was heisst das Saisonierstatut? Man muss aufpassen. Das Saisonierstatut, das man kennt, war nicht gut. Aber wenn man unter Saisonierstatut versteht, das sind Kurzarbeiter, die kommen zum Beispiel für 6 Monate und dann wieder heimgehen. Für das sind wir. Und wieder kommen? Und wieder kommen. Genau. Ja, kann, könnt ja. Aber dann muss man gleich auch Wohnungen brauchen und man muss da irgendwie schauen, dass sie im Verkehr sein können und so weiter. Also die Kurzarbeiter, die dann heimgehen, sind nicht das Problem. Und ja, wenn sie schlecht gehen, kommen sie nicht mehr. Mhm. Und es ist auch sinnvoll, wenn sie zum Beispiel Heutjährige haben, die sind 9 Monate auf dem Bau oder in der Hotellerie, dann bleiben die da oben, ziehen die Arbeitslosenkasse bis nachher, statt dass sie heimgehen. Weil wenn sie heimgehen, haben sie Angst, sie kommen nicht mehr nie. Das ist eine dumme Regelung. Die muss man machen, die war auch gut, aber nicht das Übrige an der Saison. Gut, also schauen wir doch mal an, wie Sie das Ganze eigentlich erklärt haben. Wenn der Absatz mit den technischen Regelungen angepasst werden soll, braucht es wohl eine neue Verfassungsabstimmung. Haben Sie gesagt, was wäre das für eine Verfassungsabstimmung? Es wäre die erste Nicht-Durchsetzungsinitiative. Weil man sagt, das, was Sie gemacht haben mit der Masseneinwanderung, kann man nicht durchsetzen, auch Ihrer Meinung nach. Und dann würde man das dort abschwächen. Nein, nein. Das wäre dann Nicht-Durchsetzung. Da, wo wir können, kann man durchsetzen. Wenn man es nicht durchsetzen will, der letzte Absatz sagt nur das Kontingenzsystem, ja, wo wir drinnen, wo geschlossen ist. Ja. Jetzt ist die Idee von der Wirtschaft und neu vom Bundesrat,
Man kann das auch mit einer entsprechenden Schutzklausel machen. Das ist ein bisschen weniger bürokratisch. Aber das Ziel, weniger Zuwanderung und der Inlandvorrang kann man erreichen, habe ich gesagt, wenn man das Ziel erreichen kann, dann müsst ihr aber schauen, wenn es mit der Verfassung in Widerspruch steht, muss das eben Absatz angepasst werden. Genau. Das ist doch nichts Schlimmes. Nein, im Gegenteil, Sie sagen das sonst immer, man muss es im Buchstaben genau treu an. Ja, natürlich. Und jetzt plötzlich sagen Sie, okay, man hat es etwas falsch formuliert, jetzt müssen wir es irgendwie nachmessen. Nein. Ja, mal, wenn Sie nein. Da steht, ja. Wir wollen das, was in der Verfassung ist. Aber wenn man muss, wie lange haben wir jetzt predigt, wir müssen einen Kompromiss machen. Wenn man eine Lösung findet, wo das Ziel Reduktion, massive Reduktion von der Zuwanderung und vom Inländervorrang anders kann erreichen und das mit dem dritten Absatz in Widerspruch steht, kann nur das Volk und Stände das ändern. Eben. Das wollte ich sagen. Man geht nicht einfach über die Verfassung weg, weil man will natürlich und Bern über die Verfassung weggehen. Nein, gut, aber Sie vielleicht ist ja das auch nicht. Gut, also jetzt heisst, wenn man das einseitig auflöst, das sagen die Rechtsexperten am letzten Freitag in der Arena, der Rechtsprofessor Dieter Freiburghaus, hat also die Folgen erklärt. Wir haben ein Abkommen, das gültig ist, das die Freizügigkeit im gleichen Sinn festlegt wie der EU. Wörtlich im gleichen Sinn. Und entweder könnt ihr das Abkommen brechen oder die Tür einhalten. Das ist ganz einfach. Genau, Abkommen brechen. Als Geschäftsmann haben Sie Abkommen gebrochen, wenn Sie das Gefühl haben, die Gegenseite kann Sie dann nicht bestrafen, weil Sie am längeren Hebel sind. Schauen Sie, der betreffende Professor. Ganz genau auf den Buchstaben muss das, was die EU beschlossen hat, durchgeführt werden. Die Verfassung ist dem Schiessen gleich. Nein, aber das ist, er bezieht sich auf den Vertrag. Kennen Sie, warten Sie nur. Es bezieht sich auf den Vertrag. Der hat erstens zwei Klauseln. Eins heisst, wenn man nicht zufrieden ist, tut man verhandeln über die Anpassung. Zweitens, wenn man soziale und wirtschaftliche Schwierigkeiten hat, und das haben wir, wenn pro Jahr 85'000 kommen und da bleiben. Arbeitslosigkeit 3,5%, immer noch fast Europarekord. 3,5. Vergleichen Sie nicht immer mit den schlechteren. 3,5% haben wir früher nur keine Rezessionszeiten. Schon unter 1%. Zweitens, kein Land hätte so eine Zuwanderung wie wir. Richtig. Da würde ja heissen, Deutschland müsste bei 850'000 leisten, Zuwanderung nehmen und hätte schon bei 350'000 grosse Schwierigkeiten. Aber es hat eine Kündigungsklausel. Wenn die EU findet, das, was wir machen, sei nicht richtig, dann kann sie es kündigen. Eben, aber Sie haben das Gefühl, die EU wird das nicht machen. Sie haben gesagt, ich weiss das genau, die machen das nicht. Also können wir uns einseitig... Ich rede über etwas anderes, wird sie es nicht machen. Es war immer die Frage, wenn wir ein Freizügigkeitsabkommen ändern oder nicht einhalten oder kündigen, dann fallen alle anderen dabei. Genau. Das können Sie jetzt vergessen. Immer eben, das heisst, da kann man locker einen Vertrag einseitig aufsetzen und außer Kraft setzen. Und dann, weil die anderen werden es dann nicht machen. Machen Sie, hören Sie doch auf, wenn Sie einen Vertrag haben, der Ihnen eine Last bringt, die Sie nicht tragen können. Was machen Sie? Sie reden mit dem anderen, passen an, wenn er nicht will. Dann muss man sagen, lass den Kunden halt. Genau, okay. Dann haben wir dann keinen Vertrag mehr mit der EU. Ah, kennen wir. Ja, dann wir haben ja 250 Verträge mit denen. Und zweitens, ein einziger Vertrag, den wollen wir nicht mehr. Das hat die Schweizer Volksabschluss. Okay. Es gibt einfach irgendwelche Dealbreakers hier. Also die Juristen, die sind schon ganz gut, was die... Cool. Aber eben, die sind natürlich auch heute Politiker, die politische Botschaft als Recht... Ja, das ist zunehmend. Fast so wie Politiker. Okay, über das reden wir noch. Ja. Gehen wir zum zweiten Thema, Flüchtlingskrise. Da ein wörtliches Zitat von Ihnen im Fernsehen. Das ist keine Flüchtlingsproblematik. Das ist eine Zuwanderungsproblematik. Man sagt denen einfach Flüchtling. Also Flüchtlinge oder die zu uns kommen aus Syrien, die sind nicht an Leib und Leben bedroht, sagen Sie da. Ein grosser Teil nicht. Nicht? Ein grosser Teil, das ist eine Völkerwanderung. Ist das nicht zynisch, wenn Sie das sagen, wenn man weiss, wie viele Millionen dort vertrieben werden und Städte in Syrien so aussehen, wie man hier auf dem Bild sieht? Nein, ich weiss, was ich sage. Das hatte ich zum Glück 4 Jahrhunderte gehabt. Es gibt einen Begriff, dass wir Leute, die an Leib und Leben bedroht sind, aufnehmen. Kriegsflüchtlinge sind keine Flüchtlinge in dem Sinn. Denen muss man eventuell, weil sie gefördert sind im Moment, Schutz geben. Das ist etwas anderes. Haben wir während dem Zweiten Weltkrieg, wir haben etwa 120'000 Polen Kriegsflüchtlinge Schutz geben. Die müssen nachher wieder heim. Sind Sie denn der Meinung, dass die Schutz bekommen sollen? Nur die Kriegsflüchtlinge, darunter jetzt auch andere,
Sieh, es ist nicht in jedem Land Krieg. Abgesehen davon, wie viele davon sind, die in die Schweiz gekommen sind? Ganz wenig, weil vor allem die Deutschen sie aufnehmen. Ja, ja. Eben. Aber wieso haben wir so viel mehr? Wir haben ja viel mehr. Es sind vor allem Eritreer, die man schon lange nicht aufnehmen durfte, wo die Schweiz, obwohl noch einen Artikel geschlossen hat, Kriegsflüchtlinge nimmt man nicht auf als Flüchtling. Man macht es gleich. Und zweitens, ich komme jetzt neu aus Afghanistan. In Afghanistan ist nicht jeden Morgen Krieg. Gut, das haben Sie absolut recht. Aber trotzdem, ich finde, es ist wirklich zynisch, wenn Sie sagen, die meisten seien nicht an Leib und Leben bedroht. Und jetzt werden Sie ja zum Teil. Das ist meine Überzeugung. Gut, Ihre Überzeugung. Gut. Ja. Also, jetzt werden die zum Teil an der Schweizer Grenze zurückgehalten. Vor allem die Sie vorher erwähnt haben, aus Afghanistan und aus anderen Ländern. Mit Hinblick auf Schengen und Dublin werden Sie zurückgewiesen. Das heisst, Sie stützen sich jetzt auf ein System, das Sie eigentlich grundsätzlich ablehnen. Ja, absolut. Ja. Eben, also Sie profitieren jetzt mit Ihrer Argumentation von dem. Wir sind leidtragend. Wieso? Wegen dem kann man Sie jetzt ja zurückweisen und tut Sie ja zurückweisen. Nein, da kommen Sie nicht raus. Okay, danke. Schengen, Dublin, ja? Hat uns gesagt, dort dürfen die keine Personenkontrolle mehr machen an der Landesgrenze. Das machen wir jetzt. Aber wir haben keine Angst haben. Dafür machen wir aussendurch zu. Es kommen gar keine mehr. So hat der Bundesrat da verkauft. Er hat gesagt, wir werden viel weniger Asylsuchende haben, wird auch fast nichts kosten und so weiter. Alles geschwindelt. Das hätte man ja können wissen, dass das nicht funktionieren kann. Und jetzt haben wir keinen Schutz an der Grenze. Wir haben keinen Personenschutz an der Grenze, nur Warenkontrolle. Und außendurch ist es offen. Der Einzige, der gemäß Schengen-Dublin die Aussengrenze zugemacht hat, ist Ungarn. Aber das ist ja verhasst, bist. Klar, aber wenn jetzt, sagen wir mal, Schengen-Dublin nicht würde bestehen für die Schweiz, was wäre denn Ihre Argumentation zur Ablehnung von Flüchtlingen an der Schweizer Grenze? Die kommen von Deutschland. Eben, was würden Sie denn sagen? Keine Illegale. Sie gehen zurück. Ja, okay. Von dort her, wo sie kommen, sind sie nicht bedroht. Okay, also. Sie ist doch niemand in Deutschland bedroht. In Italien, in Frankreich. Die Deutschen sollen einfach... An Leib und Leben bedroht. Genau. Die sollen das Problem lösen. Nein, die müssen nicht lösen. Die müssen halt selber auch wieder schauen, dass sie es nicht einlösen. Ich bin auf folgenden Satz von Ihnen gestossen in der Basler Zeitung. Also in Ihrer eigenen Zeitung haben Sie gesagt, der tote Bub, das ist der Eiland, der ja um die Welt gegangen ist, der tote Bub am Strand kam nicht zufällig groß in der Presse. Das haben die Schlepper eingefädelt, die mit den Flüchtlingen ihr Geschäft machen und die Medien sind darauf hereingefallen. Haben Sie Beweis für die ziemlich happige Argumentation? Also, Sie haben ja nicht den ganzen Zusammenhang. Ja, aber gleich, das lange. Ich habe festgestellt, in meiner Freundin, als ich die Schleppersachen untersucht habe, die schauen, attraktive Fotos zu machen, die uns plagen. Eben ein kleines Büebli. Oder sie schicken voraus. Wo haben Sie da einen Beweis? Meinen Sie, wir sagen nicht schauen? Meinen Sie? Ja, wohin sind Sie da in Türkei gegangen? An Ort und Stelle. Aber haben Sie einen Beweis müssen, für das? Sie müssen ja nur selber dort hingehen. Sie sind zu faul. Sie gehen nicht. Nein, ich finde das schwach. Gehen Sie dort hin? Ja. Aber die Schlepper... Da muss ich der Weltwoche recht geben, die hat wenigstens einen geschickt. Wenn Sie schauen, dann kommen die Flüchtlinge mit diesen Schleppern an die Grenze. Sie gehen nicht ganz bis an die Grenze, in die Nähe. Vorne durch schickt man auch derjenige, die man müssen zahlen musste. Da habe ich noch einen Sonderpreis bekommen. Familie mit Kind. Die wecken natürlich vor Barmen. Oder kleine Kinder. Der Grossteil sind ja Männer zwischen 15 und 30, sind noch derjenige, die über 20 sind, die sagen, sie sind 15, damit sie als Kind behandelt werden, die nachher noch kommen. Und sie sehen vor allem am Fernsehen dieselben Bilder. Und sie sehen auch in den Zeitungen diese Bilder. Und jetzt, aber das machen Bübli, doch nicht Schlepper. Das machen doch nicht Schlepper. Bübli ist mir ja nachgegangen, was ist die Folge, dass das Bübli vertrunken ist. Da bin ich nicht nachgegangen. Bis ins Detail, da müssen sie alles vorne dran bringen. Ja. Warum machen das nicht Schlepper? Nein, die Schlepper machen nicht die Bilder. Und ich meine, das Schlepper von diesen Flüchtlingen... Nein, die Schlepper sorgen für solche Bilder. Ja, gut, aber das ist eine Frage, ob sie nicht solche Bilder hier haben. Das haben sie ja gesagt. Weil die Schlepper profitieren natürlich von diesen Flüchtlingen und vom Drama. Aber auch die SVP, die einen finanziell und sie politisch. Mit dem haben sie unter anderem die Wahlen gewonnen. Das sind jetzt ein Zeug erzählen. Ja, aber sicher, das ist ja, genau... Jetzt muss man noch sagen, die dafür sorgen, dass man gegen das Asylchaos Sorgen machen, die profitieren. Ja, wir klar. Wären, hättet ja können auch. Es hätte gar kein Asylchaos in der Schweiz. Ja, das sagen sie. Ja, was ist das? Ja, das ist klar, beim Studio haben sie keins. Gehen Sie mal in die Gemeinden raus.
Gehen Sie mal schauen. Deutschland hat vielleicht das Asyl möglicherweise ja, die hat jetzt eins gemacht. Ja, und hat eins gemacht. Reden wir über die Bundesratswahl. Aber warten Sie, ich wollte es noch fertig machen. Die Schlepper, die holen die Leute gegen grosse Bezahlung, ja. Versprechen, wenn sie mal dort sind, können bleiben. Darum müssen sie schauen, dass man sie einlässt und nicht vorne dran kontrolliert und so weiter. Das können sie machen mit Fotografien und mit Stimmungen, die die Leute beschäftigen, mich auch. Und danach sagen wir mal, das sind jetzt Kinder und so weiter. Aber die haben ganz andere geschäftliche Interessen. Gut, also reden wir über die Bundesratswahl. Das nächste Thema, das wir haben, müssen wir natürlich ansprechen. Die Frage ist, wer soll Bundesrat werden? Die Frage ist Ihnen gestellt worden in Ihrem eigenen Fernseher, Tele Blocher. Und dort ist gesagt worden, Sie wären doch der beste Bundesrat. Das ist Ihre Antwort. Aber eigentlich sage ich jetzt, und da meine ich nicht mal, wären Sie ja der Richtige? Ja, ja. Ja, das am Schluss holt man ja, das ist im Krieg auch so, holt man die alten Generäle. Also dreifacher Irrtum. Erstens, sie sind nicht im Krieg, zweitens sind sie nicht General und sie haben man nicht geholt. Das muss, glaube ich, doch eine Kränkung sein, dass man einfach gemerkt hat, der können wir nicht mehr bringen. Das ist so bildlich. Das war am Schluss von der Sendung, hat er plötzlich das als Witz gebracht. Ja, aber Sie haben die Antwort gegeben. Und dann gesagt, was sagt er jetzt echt? Genau, aber Sie sagen es nicht zum ersten Mal. Sie haben es wiederholt. Er hat gesagt, ja, jetzt wird er noch kommen, die alten Kohlen. Ja. Aber das mit dem General und dem Krieg. Wissen Sie auch, das sind doch alles dumme Witze. Aha, okay. Hat noch einer gesagt, man sollte sie einnehmen, dann sagen sie, dann sind sie ausgeschlossen aus der SVP. Gut, also das war der Plan A. Dann ist der Plan B gekommen, nämlich Ihre politische Ziehsohn Toni Brunner. Und Sie haben folgende Sache erzählt. Muss denn Toni Brunner immer schon zu seiner Nationalratskandidatur quasi zwingen. Okay. Er hat gesagt, du gehst auf die Liste, du hast sowieso keine Chance. Dann wurde er sofort gewählt. Und dann macht er es, und nicht schlecht. Mhm. Parteipräsidium hat er gesagt, nein, das mache ich nicht. Und er war dann nicht bereit. Und jetzt hat er es 8 Jahre hervorragend gemacht. Und Sie haben alles versucht, dass er jetzt auch noch das dritte Mal ja sagt, obwohl er nein sagt. Und Ihre Frau hat sogar versucht. Ja. Ist nicht gegangen, weil das wäre natürlich schön gewesen. Dann hätten Sie auf eine Art und Weise doch einen Mann im Bundesrat sein können. Wo ihre... Ich kenne ihn aber einen guten Bundesrat. Gut. Sonnige wählen die ja nicht. Sie ja, ich? So... Ja, ja. Ich wähle gar nicht. Sie hätten da gekommen und gesagt, Sie haben ja nur 9 Schuljahre, Herr Brunner. Was? Sie sind ein wenig lang in die Schule und so weiter. Und ich sage jedem, der hat nur 9 Jahre in die Schule, um etwas zu werden. Die anderen gehen frei. 24. Gut, dann haben Sie ein grosses Partei nach dem Plan B auch nicht geklappt. Ja, das, ist, ja, das tut mir leid, dass ich mir... Jetzt habe ich den... Das gibt es ja so. Mhm. Das ist ja sein Recht, dass er sagt, er will nicht. Gut, also, dann haben Sie ein Parteiverfahren gemacht. Und am Schluss haben Sie 3, aus jeder Region einen. Das ist auch mal etwas Neues und so. Und Sie haben dann gesagt... Also, ich habe das gemacht. Nein, Sie machen gar nichts. Fraktionen. Ja, Fraktionen. Okay. Gut. Und Sie haben dann gesagt, mein Favorit ist der Herr Kobi, oder? Nein, das stimmt jetzt nicht. Sagen Sie jetzt was? Kann er nicht, weil ich das noch genau weiss. Ja. Sie haben mich gefragt, was ist denn mit dem Herrn Gobi los? Der ist ja eh mal Lega. Ja. Dann habe ich den Gobi das recht leicht gestellt. Ja. Fertig, das war alles. Gewesen. Aha. Habe ich gesagt, das ist mein Favorit. Ist nicht Ihre Favorit. Es wäre doch auch eine Novität. Es wäre der erste offiziell halbe SVP-Bundesrat, weil er ja in 2 Parteien ist. Gleichzeitig der Lega und jetzt auch noch der SVP ist er beitreten. Dann hätte sie offiziell einen halben Bundesrat. Nein. Wieder kurz im Wieso? Warum haben wir gesagt, der Schmied ist ein halber Bundesrat? Ich weiß schon. Weil wir ihn nicht vorgeschlagen haben. Das ist ja unser Vertreter. Da hat man es noch nicht ausgeschlossen. Und jetzt schlägt sie einen vor, wo... Heute sind sie ausgeschlossen automatisch. Gut. Weil wir haben immer müssen den tragen und er musste machen, was die Linken sagen, weil die Linken haben ihn gewählt. Aber die, einer von diesen drei ist nie ein halber SVP-Bundesrat, weil die haben in der Fraktion sehr demokratisch. In 5 Wahlgängen sind die ausgewählt worden. Wir schlagen die vor, weil das die Vertreter sind von der SVP. Wenn ein anderer gewählt wird, ist er automatisch nicht mehr Mitglied. Genau, also das ist ja bekannt. Und ich glaube, dass Ihre echte Favorit ist, der Herr Esch hat ein Problem. Er sagt, er sei so blochernäher. Also wir haben zwar ein Bild, da ist er zwar jetzt mal optisch blochernäher und so. Und jetzt müssen Sie schauen, dass Sie sich eben ein bisschen von ihm distanzieren, um seine Wahlchancen zu erhöhen. Und darum auch der Herr Gobi ein bisschen in Spiel legen. Sie können da immer Fotos bringen, von Landes, wo wir die Landesheime sind, wo immer einer neben mir steht. Jetzt ist es halt gerade der Herr Eschi, ich weiss nicht mehr, wo das ist. Wahrscheinlich ist das Kanton Zug.
Ja, aber ah, ja, ist ja der, muss es ja sein, ist ja der Präsident. Genau. Aber, wie ist das für Sie, dass Sie schauen müssen, dass es ja nicht heisst, ist ein Blocher mal, weil dann seine Wahlchancen wahrscheinlich schlecht werden? Das ist ja klar, das werden. Parlament hasst ja den Blocher wie Pest. Und wenn sie nicht rausgeht. Ja. Und das ist ja klar, das ist ein gefährlicher Mann. Der kritisiert da die Wunderrichtigen. Nein, wo aber muss ich Ihnen sagen, der Herr Eschi, habe ich nicht gekannt, bevor er auf die Bär kam. Okay. Ja, das ist aber vor 4 Jahren. Was ist das für ein junger Typ? Schon gemerkt, ein intelligenter, guter Typ. Intelligent ist aber der Blocher noch, was heisst denn der Blocher noch? Ja, das weiß man jeder muss sich da distanzieren. Haben Sie auch schon mit dem Blocher geredet? Ja, ich habe das auch schon. Es gibt also Sie sind dann sehr Blocher. Ich bin sehr Blocher. Könnt ihr ein Foto machen? Gut, okay. Es ist nämlich lustig, vor kurzem, also vor wenigen Monaten, ist es bei Jacobo Müller gesehen, Folgendes gesagt. Aber Sie wollen nicht? Nein, ich habe überhaupt kein Interesse an der Bundesratswahl. Ich habe überhaupt kein Interesse. Also, das ist einfach irrelevant. Politiker, wenn die etwas sagen zu einer Sendung, hat es überhaupt keine Bedeutung, wie genau das Gegenteil kann richtig sein. Jawohl. Ja? Ich weiß nicht, wann er das gesagt hat. Aber das war im Mai. Im Mai. Ja, immerhin, das hat man schon gewusst. Er hat kein Interesse gehabt. Er hat ja ganz am Schluss hat er sich dazu durchgerungen, sich zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie einen fragen, oder? Wenn mich einer würde fragen, haben Sie Interesse? Als Chef vom Fernsehen. Ja. Nein, da habe ich überhaupt nicht. Kein Interesse. Überhaupt. Und dann geben Sie, könnte man da 10, schau, in dieser Situation wäre es vielleicht gut, wenn du da merkst, könnte mir ja sein, dass wir die Meinung ändern. Da müssen aber keine Angst haben. Gut. Beim Fernsehen bin ich in diesem Vorstand gewesen, bin schnell wieder raus. Gut. Also, jetzt müssen wir eben noch mal über Konstellation reden. Konstellation für das Wahlgremium am Mittwoch heisst, wenn ihr einen von unseren drei nicht wählt, ist Konkordanz im Eimer. Jetzt wollen ja alle eigentlich Konkordanz, Mitte-Parteien, die FDP etc. Und ihr sagt, das ist der Deal. Einer von diesen drei, sonst machen wir Opposition. Der Toni Brunner hat es gestern gesagt, Initiative, Referendum etc. Ja. Wie sagt man dem? Ich sage dem Erpressung. Ja, ihr seid frei, einen anderen zu wählen, aber dann habt ihr die Hölle, dann habt ihr den Salat verursacht. Nein, nein. Ja, dann habt ihr, dann wir haben doch keine Hölle. So schlimm ist immer nicht. Aber dann habt ihr den Salat also ich weiß, wie es in der Hölle ist, aber sie stellen sich das vor. Das Parlament kann wählen, wer es will. Ja. Aber die Konkordanz sagt, wir wählen von den grössten zwei, die sie als Vertreter anerkennen können. Ja. Und wenn sie uns einen anderen wählen als die drei, dann haben wir beschlossen, dann sind das nicht unsere Vertreter. Warum? Wir haben es nicht vorgeschlagen. Wir haben die hier in der Diskussion stehen, die haben 5 und 6 Stimmen gehabt von 82. Das sind nicht unsere Vertreter. Aber das sind die Vertreter von den anderen, die müssen auch das machen, was sie wollen. Gehen Sie doch in die Geschichte, das war immer so. Wie war das bei den Sozialdemokraten? Hat man niemanden aus der Partei rausgerührt oder hat man sie vorher unterschrieben? Nein, sie hatten ein anderes Vorgehen. Ja. Aber einen gewählt, das musste zurückziehen. Also das Parlament hat einen gewählt. Ja, das ist immerhin. Warten Sie. Ja, ich weiß schon, der Herr Mathe ist ja, der Mathe hätte müssen warten. Ja. Das musste zurückziehen. Dann hat man gesagt, los, wenn du das machst, bist nicht mehr unser Bundesrat. Gut, aber dann hat man nicht gesagt, man geht in die Opposition. Wegen dem. Das haben wir auch nicht gesagt. Wohl, dann haben sie gesagt, Konkordanz ist weg. Ja, außerhalb der Konkordanz. Gut. Sie rühren dann ja aus dem... Wir haben ja noch einen Vertreter drin. Eben, jetzt möchte ich Sie gerade fragen, Ihren Vertreter, der Uli Maurer, ist ja seit vielen Jahren Verteidigungsminister, hat das übernommen, wo, obwohl es lange Jahre in der SVP-Hang war, der Sauladen, das VBS, hat dann gesagt, dann mache ich die beste Armee von der Welt daraus. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden sind Sie eigentlich mit Uli Maurer? Also, er hat etwas gemacht. Er hat den Niedergang von der Armee einmal gestoppt. Das ist sehr viel. 20 Jahre. Das ist nicht nur der Herr Ogi und der Herr Villiger und der Herr Schmid, wo sie halt in den Händen hatten. Das war die Richtung in Bern. Man muss in die NATO, man braucht keine selbstständige Verteidigung mehr. Das kann, ja, nicht der VBS-Chef entscheiden. Das hat der Bundesrat und das Parlament entschieden. Darum können sie nicht nur denen die Schuld geben. Man hat damit abgebrochen, aber das VBS selber ist noch vorangegangen. Und jetzt hat man gemerkt, das führt zu einer verteidigungslosen Situation. Er hat das gestoppt, so gut das er konnte. Er macht jetzt wieder eine Reform, wo man endlich die Armee wieder aufbieten kann. Das ist schon eine Sicherung. Das Parlament hat dem zuerst nur 80'000 Soldaten gegeben, was viel zu wenig ist.
Wir haben jetzt bei 100'000 haben wir als Kompromiss eingeschwenkt. Ist auch noch zu wenig. Herr Blocher, auf einer Skala von 1 bis 10, was würden Sie ihm für eine Note geben? Die Weltwoche, Ihres inoffiziellen Parteiorgan, hat letzte Woche geschrieben. Inoffizielle Partei? Ja, was ist offiziell? Für alles da unten geht? Elan scheint verloren. Als Verteidigungsminister ist seine Leistung zwiespältig. Also auf einer Skala von 1 bis 10, was würden Sie ihm für eine Note geben? Was gibt denn zwiespältig für eine Note? Ja, ich weiß, das ist die Weltwoche geschrieben. Ja, zwiespältig geben wir 5. Gut, dann geben wir 7. Geben Sie mir 7. Gut, okay. Okay, dann ist er Ihnen sicher dankbar für das. Ich habe keinen Bundesrat, und nehmen Sie es nicht. Ja, klar, der gibt es nicht mehr. Der ist draußen. Aber haben Sie ja so viele andere Leute, also auch wertvolle Leute in Ihrer Partei, Ständerat, Nationalrat, zum Beispiel der Herr Hurter, der jetzt genannt wird. Man hat das Gefühl, das wäre wie eine fünfte SVP-Kolonne, die im Bundesrat kommen würde. Denen haben sie kein Vertrauen gegeben. Und haben das Gefühl, die vertreten gar nicht die SVP. Die haben ja gar keine gute Fraktion in diesem Fall. Sure. Ja. In der Fraktion mit 82, Sie können noch einen 3 vorschlagen. Oder hätten Sie 82 vorschlagen? Nein, aber ich hätte gerne mehr in der Deutschschweiz genommen, weil normalerweise... Ja, klar, tut man, nein, tut man sagen, die Westschweiz hat ihre 2 schon, aber in dem... Wieso? Sie, die können auch mehr als 2 haben. Ja. Mindestens 2 Jahre. Genau, aber die Ostschweiz hat niemand. Die Ostschweiz hat niemand, die ganze Ostschweiz hat niemand. Nein, hätte die mal niemand. Ja. Wenn gut. Der Häschen gewählt hat, die Innerschweiz etwas. Genau, das wäre ja gut. Ja. Aber der wäre natürlich auch, aber die Innerschweiz hat dann auch niemand. Ja. Warum haben wir, wird auch abgestimmt, es war ein Vorschlag auf einen Einer, auf einen Zweier, auf einen Dreier, auf einen Vierer, ist alles da gewesen. Nach Regionen. Wenn wir 2 Deutschschweizer vorgeschlagen hätten, wissen Sie, was denn gewesen wäre? Was wäre denn gewesen? Dann hätten wir gesagt, die anderen 2 nehmen wir nicht ernst. Wieso? Aus der Deutschschweiz 2 und aus der anderen nur 1. Ich glaube, nehmen wir einfach... mal die Landesgegenden mal ernst. Ja, aber Sie wollen einfach nur, dass der Deutschschweizer gewählt wird und gehen keine Aussage. Nein, das ist nicht wahr. Wir sind glücklich mit jedem von denen. Er hat gesagt, sie haben abgekartet Schweizer. Der Herr Germann. Ja, also, weil der unterlegen ist. Ja, aber gleich, das ist ein schlechter Verlierer. Haben Sie schlechte Verlierer? Ich kann Ihnen sagen, es war überhaupt nicht abgekartet. Ja. Das gehört auch zu schlechten. Das zeigt ja den Charakter von Leuten, wenn sie unterlegen, jemandem solche Sachen vorwerfen. Okay. Ich habe es ja verfolgt, bis es gemacht wurde. Man hat eine Findungskommission vor einem Jahr gemacht, unter einem alten Regierungsrat Hassler. Genau. Die haben alle Kantone können melden. Der Hurter war auch darunter. Der Hurter hat im ersten Wahlgang von 82 7 Stimmen gemacht und nachher 6. Dann ist er rausgefallen. Gut. Der Germann hat 9 gehabt und nachher 5 von 82. Und das können nicht unsere Vertreter sein. Das hat ja Gründe, warum die nicht gewählt worden sind. Okay, jetzt wollen wir mal schauen, wie es am Mittwoch gab. Vielleicht noch eine andere Frage, wenn wir ein bisschen zurückschauen. Einer von Ihren engsten Leuten in der SVP ist der Christoph Mörgeli. War, sage ich jetzt fast, oder? Er hat einen super Listenplatz gehabt, glaube Nummer 2, und ist von der SVP-Wähler im Kanton Zürich massiv abgestrahlt worden. Was ist Ihre Begründung, wieso das passiert ist? Ja, du hast natürlich außerordentlich. Haben wir immer gehabt. Kanton Zürich mal den Ständerat Meier, wo auch niemand gedacht hätte. Er ist gestrichen worden. Das kann verschiedene Gründe haben. Also ich glaube es, dass die Sachen der Uni mit diesen Rechtsverfahren, die öffentlich waren, mit den Leuten, bei den Leuten nicht gut angekommen ist. Das ist bei der SVP-Wähler entscheidend. Ja. Sie haben das Gefühl gehabt. Ja, das, nein, die hat nicht gewusst, um was das geht. Aber sie haben nur gewusst, er ist ein Troublemaker. Er hat nie aufgehört. Nein, er hat ununterbrochen alle Leute eingeklappt. Er hat ja in der Sache recht. Sagen Sie. Aber man kann nicht so vorgehen. Nein. Ich bin auch noch eingeklagt. Klar. Ich bin ja ruhig. Ich warte darauf, was ja, passiert. Verurteilung. Sie werden ja nicht mehr gewählt werden. Wenn ich den verurteile, dann können Sie dann hier. Gut, aber er ist ja eigentlich Ihre Programmchef. Ist ja, hören Sie mal auf, die Leute immer irgendwo einzuholen. Nein, ist er das nicht? Er ist der Programmchef der Schweizerischen Partei. Ah, okay, gut. Das ist ganz etwas anderes. Ja, okay. Ja, das ist ein Weiterhin. Hervorragend. Nun lesen Sie mal das Programm. Okay. Ich weiß nicht, ob Sie lesen können. Oh, aber es gibt Parteien, die haben überhaupt keine. Sie merken es nicht einmal. Ist nicht einmal ganz sachlich. Also, etwas ganz anderes. Gestern in Frankreich, Marine Le Pen, ihr Vater, Jean-Marie, ist ja der, hat die Partei aufgebaut. Vergleich gibt es jetzt auch in der Schweiz, ähnliche. Sie hat 30% geholt. Vor allem wegen natürlich wegen Flüchtlingssituation, wegen Terror und wegen Einwanderung. Ähnliche Themen wie in der Schweiz. Wir haben Gott sei Dank noch keinen Terror. Wie finden Sie das? Ich bin nicht ein Franzose. Mhm. Ich habe mit dieser Partei nichts zu tun. Weil sie sind eigentlich nur, aber seit Jahren ein Thema, das ist Pfandarbeit. Ja. Wir haben natürlich viel breiteres Programm. Ausgerechnet. Zweitens, der Friede Heere hat gefunden, es ist nur ein Thema.
Ja, weil ich gerne ein bisschen über die Wirtschaft geredet hätte. Aber hören Sie, ja, etwas machen die. Und jetzt müssen Sie fragen, was machen die anderen Parteien nicht? Aber ich frage Sie einfach, finden Sie es gut, dass die jetzt 30% haben und sie möglicherweise... Nein, ich rede da nicht. Ich weiß nicht, wie das in Frankreich ist. Okay. Aber die nimmt ernst Misere gegen die EU. Dann nimmt da niemand ernst. Was finden Sie gut? Es ist gut, dass es eine Diskussion gibt. Es hat keinen Wert, die jetzt totzuschlagen und zu sagen, sie sind rechtsextrem und so weiter. Aber ist das eine Schwesterpartei von der SVP? Können Sie das, das anschauen? Nein, dumme Zeug. Okay. Wir haben auch mit der keinen Kontakt. Gut. Aber wir dürfen sie auch nicht verurteilen. Das ist eine französische Sache. Gut. Wir sind eine schweizerische Partei. Aber ich kenne das in der Schweiz. Möglichst schlecht machen, die SVP schlecht machen, damit man über die Sache nicht reden muss. In Deutschland ist es gleich. Ja, ich habe Sie nur gefragt, einfach Ihre Meinung zu den Wahlen. Ich wollte Sie nicht schlecht machen. Nein, nein. Sie haben ja gesagt, als Sie zum Nationalrat rausgegangen sind, Sie wollen nicht mehr Ihre Zeit in Bern in diesem Nationalrat verplempeln. Sie haben das Thema wieder aufgenommen vor kurzem und haben es noch etwas spezifiziert. Die Kommissionen, die sollten wir sowieso alle abschaffen, die Kommissionen. Jetzt haben wir Mende. Die Bundesverwaltung mit den Leuten, die da oben machen können. Und dann haben sie noch Berater die Kommissionen. Und ich bin ja Bundesrat, ich habe die gesehen, ich kann auch meine Wellen abschaffen. Also jetzt ist ja Ihre Tochter in Bern, sie ist jetzt in eine ganz wichtige Kommission gewählt worden, in die WAG. Hat sie ihren Rat nicht befolgt und verplempelt dort ihre Zeit und vernachlässigt vielleicht das Familienbusiness? Ja, ich hoffe, dass sie einen Weg finden, um nicht viel Zeit zu verplempeln. Ja. Am richtigen Ort fehlen. Das ist auch eine Kunst. Ja, das haben sie. Und da müssen sie ihren überlassen, was sie vernachlässigen. Es gibt auch Leute, die selber entscheiden können. Ja. Schauen Sie, wir haben ursprünglich haben wir nur zwei dauernde Kommissionen gehabt: Finanzkommission und Geschäftsprüfungskommission. Hat Sicherheitskommission. Die anderen hat man bei jedem Gesetz eine extra Kommission gemacht. Heute haben sie dauernde Kommissionen. Und alle wollen reingehen. Ja, wissen Sie warum? Leute, ja. Ja, wissen Sie warum vor allem? Wenn es lässig ist, gibt es auch noch Sitzungsgänge. Ja, klar. Wir sind am Schluss von der Sendung. Wir haben ein Berufsparlament. Warum sollte man das noch ändern? Das habe ich noch das Ziel. Ah. Wieder zurück zum Milizparlament. Und dann braucht es nicht so viele Kommissionen, nicht so viele Sitzungen, nicht so viel Geld, es gibt weniger Gesetze und so weiter. Gut, über Ihre weiteren Ziele können wir vielleicht in einer späteren Sendung reden. Danke vielmals, dass Sie gekommen sind. Zwei Tage vor der Bundesrat. Ein Tipp, wer gewinnen wird, das gehen Sie nicht jetzt am Schluss. Nein. Nicht. Nein. Ich tippe darauf, dass die SVP das fast geschlossen für den Eschi wird stimmen, weil das der Blocher gerne hat. Nein, da bin ich sicher nicht, gut. Aber es ist alles möglich. Gut. Auch der vierte ist möglich. Okay. Wir sind vorbereitet. Okay. Wir wissen, was da unten dran ist. Wie Maulwürf geht hinten zu hinten. Sie haben da Erfahrung in der Geschichte. Und andere Leute nicht an das gefragt haben. Das sind die Geförderten. Okay. Also, gut. Wunderbar. Danke vielmals. Das Ganze wird natürlich aufgenommen morgen Abend im Club. Am Mittwoch, dann am Morgen früh, geht es los an dem entscheidenden Bundesratssaal. Die Sendung übrigens gibt es wieder heute in einer Woche. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder dabei wären. Wieder mit einem spannenden Gast. Ihnen wünsche ich jetzt vor allem eine gute Nacht und ganz eine gute Woche.